Dann geht's weiter mit der wöchentlichen Herausforderung. Und zwar kann man da zwei Autos diesmal auswählen. Besitze und fahre den von 1965er Mustang GT Coupé oder den von 2018er Mustang GT. Ich habe 2018er Ford Mustang GT genommen. Erste schon abgeschlossen, weil es ja immer fahre und besitze. So, bei der zweiten. Erhalte 6 Sterne an Gefahrenschildern. Ich nehme den hier. Unten am Flugplatz. Ich glaube, das dürfte ganz gut funktionieren. Der schnellste ist es jetzt nicht. Weiß gar nicht, ob der jetzt Serie ist oder nicht. Na gut, 400 Meter. Reicht das überhaupt? Für 400 Meter bekomme ich. Na gut. Ja. Also nochmal. Ich glaube, 6 Sterne insgesamt, habe ich gesagt. Naja, das ist ja dann nur dreimal. Bloß nicht überschlagen. Bruchlandung, ja, zählt doch trotzdem. Das letzte Mal. Und mit Vollgas drüber. 290. Reicht. Hat gereicht, oder? Hat gereicht. So, gewinne ein Straßenrennen. Ein Straßenrennen. So, dann ist. Die Frage, welches? Das hier? Oder das? Ich probiere es mit dem hier. Ja, ich probiere es. Könnte natürlich auch das andere sein. Ich fahre nur mit Heckantrieb. Wird auch interessant. Ich fahre ja sonst immer mit Allrad.
Lässt sich aber gut fahren. Sollte vielleicht öfters nur mit Heckantrieb fahren. Ups, war ich zu nah dran. Das war nicht gut. Der driftet halt schon viel mehr. Und ab durchs Ziel. So, ich hoffe, das war's jetzt. Ehrlich. Ich hoffe jetzt nicht, dass es das andere war. Mache ein Foto. Ah, ja, es hat gestimmt. Also. Mache ein Foto vom. Ja, in dem Fall dann 2018er. Da stehen ja ab. Einfach nur ein Foto machen. Das war's. Das war's. Einfach nur ein Foto zum Schluss. Okay. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Nächste Woche kommt hier wieder eine Schatzsuche. Ja. Dann wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.